Liebe Vorstandsfrauen, liebe Vereinsmitglieder, liebe Geschäftsführerin Ulrike Bartel, ich gratuliere ganz herzlich zu 30 Jahren Vereinsarbeit. Seit 1990 sind Sie in Rostock und in Mecklenburg-Vorpommern ein Aushängeschild für die Belange von Frauen, gerade von denjenigen Frauen und Kindern, die von Gewalt betroffen sind und ganz besonders Unterstützung und Hilfe brauchen. Schon mit dem Aufbau des autonomen Frauenhauses 1991 haben Sie sich mit Herzblut dieser Aufgabe verschrieben und ich wünsche Ihnen mindestens für die nächsten 30 Jahre weiterhin so viel Energie und Herzblut in dieser wichtigen Angelegenheit. Ich möchte mich auch bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken und Ihnen ganz herzlich gratulieren, aber auch fest versprechen, mit dem Sozialministerium haben Sie weiterhin einen verlässlichen Partner. Ich bin stolz, dass Sie als Verein in Mecklenburg-Vorpommern Arbeit leisten, die so wahnsinnig wichtig ist für all diejenigen, die manchmal ohne Stimme sind. Dafür ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie weiter so, wie Sie sind, engagiert im Sinne der Frauen und Kinder.